Freunde der Technik, ich bin auch immer auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona, aber eigentlich bin ich gar nicht in Barcelona, sondern in einem Township in Südafrika. In einem Township ist es leider nun mal so, dass die Menschen, die dort leben, nicht so viel Geld haben und sich wahrscheinlich kein Samsung Galaxy S10 kaufen. Allerdings gibt es auch für den afrikanischen Markt genug Smartphones und es gibt Elektroneum. Die haben jetzt das M1 nach Barcelona gebracht und was es damit auf sich hat, warum ich überhaupt drin stehe und was diese Münzen damit zu tun haben, seht ihr jetzt. Willkommen hier. Ne? Man kann sich schöne Sachen auch kaufen und ich bin, wie gesagt, jetzt hier gerade, stellt euch vor, ich bin in Südafrika und das hier ist das Elektroneum M1. So, Elektroneum ist letztendlich einfach nur eine Kryptowährung, ein Unternehmen, das 21 Milliarden von diesen Krypto-Coins, hier haben wir sie jetzt in echt, das ist natürlich jetzt ein Fake, Kryptowährung ist eigentlich digital, aber diese Währung gibt es tatsächlich. Jetzt hat sich dieser Hersteller gedacht, okay, wir machen auch ein Smartphone, das M1, und dieses Smartphone soll vor allen Dingen in den, ja, sagen wir mal, Bruttosozialprodukt schwächeren Ländern erscheinen, also in Südafrika oder auch generell in Afrika, in Südamerika und in Südasien, wo die Leute einfach nicht so viel Geld haben, leider, um sich ein teures Smartphone zu kaufen. Und das M1, das ist jetzt wirklich nicht spektakulär. Das besteht aus Plastik, das hat ein miserables Display, also ich glaube, das ist Technik von 2010. Wollen wir es mal so einfach mal dastehen lassen, das Display ist auch wirklich nicht schön. Es ist langsam, aber es ist Android Go zum Beispiel drauf, das heißt immerhin eine halbwegs aktuelle Version von Android, um auch Sicherheit zu gewähren. Das Besondere dabei ist, dass wir dabei auch noch 4G haben, weil gerade in diesen Ländern ist 4G teilweise sogar noch besser ausgebaut als bei uns, so traurig es ist. Und das eigentliche Besondere ist, dass diese Münzen, die stecken eigentlich hier drin. Letztendlich bezahlt man für das Smartphone zwischen 60 und 80 US-Dollar und der Hersteller verspricht, dass man bis zu 3 Dollar an Kryptowährung wieder zurückbekommt. Das heißt also, wenn man mal jetzt klug nachdenkt, man bekommt für ein Handy, für das man, was man bezahlt hat, Geld, jeden Monat. Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, finde, dass das auch sehr viel Marketing dahinter ist, aber es könnte ja in der Zukunft funktionieren. Vielleicht nicht mit so einem günstigen Handy, sondern vielleicht auch mit einem teuren Handy. Samsung hat ja zum Beispiel in seinem Galaxy S10 eine Crypto-Wallet, die lokal drauf ist. Es gibt das HTC Exodus, habt ihr bei uns in einem anderen MWC-Video gesehen. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Muss jetzt nicht unbedingt nur mit Elektroneum sein, weil die wollen natürlich eigentlich nur, dass man die Coins kauft. Aber an sich mit einem Handy Geld zu verdienen, ist doch eine ganz neue Idee, oder? Was meint ihr? Ja, also wir haben das M1 gesehen, aber es gibt noch mehr, was Elektroneum machen kann als Crypto Wallet. Und zwar kann ich hier mit bezahlen. Ich habe hier die App. Ich drücke jetzt hier einfach Pay. So, scanne einen QR-Code, den seht ihr jetzt hier gerade. Der QR-Code wird gescannt. So. Ein ETN, so heißt die Kryptowährung. Ich drücke drauf, confirm. Muss jetzt den PIN-Code eingeben. Und ich habe mir gerade einen Code eingegeben. Der ist richtig, ja. Und jetzt kriege ich Bonbons. Seht ihr, für ein ETN habe ich jetzt Bonbons bekommen. Müsste jetzt natürlich übertrieben gesagt einfach projizieren auf andere Use Cases. Aber das, so kann man heutzutage auch bezahlen. Finde ich ganz praktisch, ehrlich gesagt.